Weiße Weihnachten, das ist so ein Gefühl, nach dem wir uns sehnen. Da hat es den Eindruck, die Natur ist zur Ruhe gekommen. Es sieht alles so friedlich aus. Dabei wird in keiner biblischen Geschichte davon berichtet, dass zu Weihnachten die Landschaft weiß aussah. Es wird uns davon berichtet, dass viele Menschen unterwegs waren. Maria und Josef begaben sich auf den Weg nach Bethlehem. Aber bevor die beiden sich auf den Weg machten, war Maria schon einmal unterwegs. Der Bote Gottes sagte ihr, dass sie schwanger wird. Und so war sie erst erschrocken und dann voller Freude. Wohin mit meinen Gefühlen? Und sie ging und war auf dem Weg zu Elisabeth. Das machte ihr viel Freude. Sie spürte etwas von dieser Hoffnung und diesem Zutrauen. Was ist dein Weg, der dich voranbringt? Was ist der Weg, wo du hingehst und wo du plötzlich spürst, hier kann ich reden, hier bin ich angenommen und akzeptiert. Und in dem Gespräch, in der Begegnung mit Maria, da hüpfte das Kind. Eine wunderbare Darstellung, wo Menschen zueinander finden. Vielleicht ist es dein Herz, das beginnt zu hüpfen vor Freude, weil du spürst, du bist nicht allein. Kannst du dir etwas sagen lassen von Menschen, die dir wichtig sind? Kannst du dir etwas sagen lassen, was dein Leben voranbringt? Maria und Elisabeth, zwei starke Frauen. Die eine ziemlich jung, die andere schon ziemlich alt. Maria hat sich auf den Weg gemacht und sie hörte auf das, was ihr wichtig wurde, was ihr wichtig werden sollte, was sie weiterbringt. Lass dich ermutigen und such dir einen Menschen, der dich in der Beziehung zu Gott weiterbringt. Dass du spürst, Weihnachten ist nicht abhängig, ob nun Schnee liegt oder nicht. Weihnachten ist davon abhängig, dass du Gott begegnest. Ist das gut, dass ich mich auf den Weg gemacht habe? Ich bin gespannt, was ich alles noch erleben werde.